Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich weiter mit Limo-Zusammenbau. Wir warten leider immer noch auf die Thematik Türscharniere. Da tut sich allerdings richtig was und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da hat Parare wieder einen rausgehauen. Deswegen können wir noch nicht die Türen vollständig zusammenbauen, weil Herr Wehmeyer hat keinen Bock, alles doppelt einzustellen. Ich weiß auch beim alten Auto, wie viele Stunden wir eingestellt haben. Ja, das waren ein paar, ja. Ein paar Tage, bis das wirklich so mit dem Türrahmen und so alles gepasst hat. Deswegen warten wir da weiter, bis die Scharniere fertig sind, weil das lohnt sich. Aber wir können in der Zwischenzeit schon mal anfangen, zum Beispiel mit den Zierleisten. Bevor wir das aber machen, muss ich euch eine Sache zeigen. Diese wunderschönen Deko-Gitter für die Stoßstange hinten beim RS4, eigentlich immer wieder, dass man damals, wobei heute machen sie immer noch, ist ein reines Deko-Element, hat wirklich keine Funktion. Aber es macht einen riesen Unterschied. Carbon-Stoßstange, Artium Baltic Carbon aus einem Stück gefertigt. Das ist eine große Matte. Das war ja das Komplizierte beim Bauen. Der Herr wollte keinen Schnitt in der Mitte haben, sondern wollte das in einem Stück machen. Aber trotzdem, rundes Teil, guckt euch das an, wie geil diese Teile einfach trotzdem noch passen. Gefühlt passt das besser als original. Ja, ich war wirklich fassungslos. So, jetzt werden einige sagen, was baut der da schon wieder so einen Quatsch an Gewicht ein? Aber es soll ja langsam mal hier losgehen. Es gibt übrigens Teile, die kann man immer noch neu kaufen, die kosten Apfel und Ei. Und Teile, die sind teurer. Aber in dem Fall auch wieder so ein, weißt du was ist ja, ne? Zwangsentlüftung oder wie heißt das? Genau, so. Da wir in absehbarer Zeit die Türen zuschmeißen werden an diesem Auto, muss irgendwie die Luft aus dem Auto raus. Und das geht über diese Klappen. Das heißt, wenn ihr hier durchguckt, da kann die Luft durch, aber es kann keine Luft von außen rein. So. Und die kommen hier seitlich in unsere Carbonteile. Krass. Und ich finde halt auch bis heute, dass es von innen irgendwie so geil aussieht, ne? Das Loch, was da jetzt oben noch ist, da muss ich erstmal den passenden Primöckel für rausmachen. Wobei, das können wir ja auch zukleben. Das ist tatsächlich eigentlich die Entlüftung vom Schiebedach. Da liegt dann hier der Gummischlauch komplett durch Seitenteil. Ja, okay. Und dann ist hier so ein Gummipröppel, wo der Schlauch drin steckt, dass das Wasser auslaufen kann. Dafür ist der eigentlich. So, den brauchen wir aber nicht. Eigentlich hatten wir schon angefangen mit dieser Zierleiste hier oben. Ihr erinnert euch? Für die RS4 Limo gibt es diese Leiste nicht. Das heißt, normalerweise hat der RS4 diese Leiste wahlweise in Alumatt. Natürlich andere Korserieform. Bei dem A4 gibt es nur keine Leiste, schwarz-matte Leiste und Chromleiste. S4 Limo gab es auch noch. Dort ist sie in Quarz, das ist so ein dunkelgrau. Was auch viele feiern und was auch viele ans Auto so ranpacken würden. Ich sage euch aber am Ende, wenn hier genug Zeug drin ist, man sieht es so ein bisschen hier am Grill, wird das in Alu schon scheppern. Wird schon, ich glaube, schon gut. So, da hatte ich ja den Alex, Firma Chromfabrik, kennengelernt. Passt perfekt, weil wir beide so bekloppt sind. Und er hat mir diese Leistung gebracht und sagt, Philipp, tut mir leid, die kannst du eigentlich nicht anbauen, weil dadurch, dass das gebrauchte Leisten waren, hat man hier tatsächlich so ein bisschen Korrosionsfraß. Löcher. So, somit sagt Alex hier, guck erstmal, ob sie passen etc., ob sie dir gefallen. Er hat tatsächlich bei Audi noch neue bestellt. So, es gibt tatsächlich beim Audi die Leisten für ein A4 noch zu kaufen. Krass. Auch gar nicht so teuer. Gar nicht so teuer für eine Leiste natürlich trotzdem, dafür, dass die Leiste 30 Jahre lang gelagert werden musste, in der Größe nicht so teuer. Ich glaube 80 Euro oder 100 Euro oder so. Das Stück. Ja. Mhm. So, hat die bei Audi bestellt, kam krumm an. Also wieder zurück in der Kartongröße, hat das nächste Paar bestellt, kam gerade an und ich habe sie jetzt seitdem noch nicht ausgepackt. Jetzt sind sie wieder krumm. Hoffentlich sind da gerade drin, aber pass auf, wir nehmen die hier einfach erstmal nochmal ab und gucken, dass die nächsten besser sind. Das heißt auch, wir haben einen kompletten zweiten Limo-Satz käuflich zu erwerben. Die sind natürlich jetzt nicht perfekt, sind aber für, ja, was gibt man so? Ich sag mal, eine 2 Plus ist immer noch, ne? Boah, man hat jetzt vielleicht gar nicht gesehen. Genau, sind halt ein paar minimale Löcher drin. Aber, ja. So. Mit der Leiste fangen wir an. Dazu kann ich euch jetzt schon mal vorweg zeigen. Dieses Teil
was wahrscheinlich fast wie neu aussieht, ne? Ja. Ist aber nicht, sieht man nämlich, hier war nämlich schon mal eine Niete drin. Da habe ich mich tatsächlich mit in eine Badewanne gesetzt und habe das schön bei 40 Grad mit der Bürste sauber geschrubbt. So, weil nur so kriegt man die wirklich wieder hin. Wirklich hinsetzen im Wasser, heißes Wasser, schruppen, schruppen, schruppen. Dann immer noch ein bisschen Pflege dazu drauf. Ne? Und dann kriegt man die wirklich. Ne? Weil da war ich dann doch zu geizig für alle Leisten erstmal einmal neu zu kaufen, dann Eloxeno wieder draufdrücken. Ne? Weil, ja, war gut. Spaß gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, das gleiche habe ich vor 10 Jahren schon mal gemacht. So, diese Badewanne? Nee, in dem Fall mittlerweile eine andere. So, und dann kann man nämlich einfach diese neu eloxierten Leisten von Alex einfach draufdrücken. So, die rasten dann hier ein. Und schon haben wir alufarbene RS4-Leisten. Das Traurige ist, dass wir die vor der Messe, also die. War eine Fahrt alt, die Leiste, ne? Das hatten wir ja alles gerade vorher gemacht. Ja, ja, wir hatten alles, genau, das gleiche Spiel, natürlich nicht. Wir hatten es nur ab und wieder dran gemacht, ne? Aber wir hatten es alles gerade hinter uns. So, pass auf, als allererstes packen wir jetzt mal diesen Karton hier aus. Ich hole mal ein Messer. Endlos Karton. So, pass auf, welche brauchen wir? Lass mich kurz gucken. Ich würde mal sagen, wir brauchen diese. So, sieht gut aus. Fängt die Kamera das überhaupt ein? So ein bisschen. Die ist frei von jeglichen Korrosion. Echt Wahnsinn, wie die geworden sind. Vorher musst du ja wahrscheinlich auch erst entloxieren, polieren und so. Ja. Das, boah. Und die sind ja alle 30 Jahre alt. Weil brauchst du mir nicht erzählen, dass Audi jetzt gerade ne, nochmal solche Leisten fertig. 30 Jahre nicht, aber 25 bis 20 Jahre werden die schon sein. Ne? So, wenn ich mir überlege, ich müsste so eine Leiste 20 Jahre in irgendeinem Lager lagern, weißt du, das findet die Leiste jetzt ja auch nicht so cool. Ne? Jährlich Inventur machen. Der Lagerist auch nicht. Immer wieder neu zählen. So, pass auf, das ist eigentlich recht einfach gemacht. Wir hätten uns das Ganze jetzt hier abgeklebt. In dem Fall ist es schon abgeklebt. Du musst jetzt da vorne nur so ein bisschen führen. Blaue Klebeband, das sind doch auch wieder 2 PS. Guck mal hier einfach nur nochmal 2, 3 Schichten drunter, bitte fürs Gewissen. Weil ich glaube, wenn ich Chris anrufe, dass er dieses Seitenteil vor der ersten Fahrt nochmal lackieren muss. Nochmal einen Streifen ein bisschen tiefer, weil das ein bisschen. Dann ist Baustelle angedacht. So, Nieten darfst du. Jetzt hat die Leiste in allen Nieten ein bisschen Spiel. So, das heißt, wir können sie jetzt minimal nach vorne und nach hinten schieben. Wollen wir dies tun? Oder sitzt die so schön? Das ist eine gute Frage. Wir müssen uns ja eigentlich eher an hinten orientieren, oder? Also tendenziell können sie eher, wenn dann ein Stückchen zurück. Aber da sitzt sie schon recht sportlich. Ja, also es passt. Ja, ich würde schon sagen, dass sie hier dran ist. Da ist. Also. Aber hier sieht man jetzt gut, wenn du hier mal reinfilmst, sieht man, dass die ganze Leiste jetzt minimal, wenn man will, noch nach hinten kann. Praktisch behaupte ich auch, dass das, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt hier sitzt. Das heißt, wenn wir die jetzt von der Mitte aus nieten, würde ich sagen, verteilt sich die Leiste automatisch. Schön in alle Richtungen. Oder? Ja. Cool. Das ist immer so, ja, man traut sich gar nichts anzufassen an dem Ding, ne? Weil es kann eigentlich nur in die Hose gehen. So, jetzt haben wir ein bisschen das Problem. Jetzt überlege ich, wie wir das damals gemacht haben. Stört das der Aufsatz oder was? Ja, ist fast zu groß. Siehst du das? Ja, müssen wir da Flex kaputt machen. Ja, ich glaube nämlich auch damals. Wegfächern, hat der Kerst jetzt gesagt. Genau, film da mal rein, René. Siehst du das? Beim Nieten drückt sich jetzt ja quasi der Kopf gegen die Niete. Und hier hinten ist zu wenig Platz. Also wir würden jetzt die ganze Leiste leicht krumm drücken. Das heißt, wir müssen unseren Kopf hier an einer Stelle klein massieren. Ich würde es aber auch richtig wegnehmen. Also wirklich so.
Meine Zange. Fräse ist weg da. So, wir drücken jetzt erstmal vorher alle Nieten nur rein, dass sie schon mal sitzen. Dann wird hier nietet. Du kannst auf jeden Fall gerne mal erklären, wie das funktioniert, weil ich habe dieses Prinzip noch nicht verstanden. Das Nieten? Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Pass auf. So. Kommt das Envinite? Envinite, genau. Das können wir erst im Technikon anbringen. Dieser Stift hat hinten eine, ich nenne es jetzt mal Wulst, eine Verdickung. So. Ich stecke das Ding in die Nietzange. Die Nietzange hat einen Konus und wenn du die Zange zusammenmachst, zieht sie hier dran. Mhm. So, in dem Moment, wenn du jetzt dieses Teil hier ziehen würdest und mit der Zange, das ist das, was wir gerade runtergefächert haben, hier gegenhältst, quetscht der Kopf diesen Teil zusammen und bildet genau so eine Tulpe hinter dem Material. Das heißt, beim Nieten hast du dann auf der Seite dahinter eine Kante und eine Kante davor und die quetscht du quasi um das Material zusammen. Ja, okay. Und das musst du allerdings so lange machen, bis dann irgendwann die Niete an dieser Sollbruchstelle abreißt. So, die hat da so eine leichte Sollbruchstelle drin, ne? Und dann quetscht du immer weiter, bis irgendwann abreißt. So. Was eigentlich witzig ist, das kann man jetzt gerade nicht sehen, dass sie wirklich genau an der Stelle mal abreißt, ne? Ja, das wird ja irgendwie berechnet sein. Ja, also da muss hier drunter irgendwo, muss die ja so, ne? Weil doof wäre halt, wenn sie so abreißt, dass du sie nicht mehr greifen kannst. Hier hinten im Carbon-Seitenteil fehlen noch ein paar Löcher, die müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch bohren. Weil da sind logischerweise noch keine. Da haben wir noch eine. Und hier, das ist eine Lohre, da ja, meine ich. Da noch, meine ich. Ich wollte noch was auf der Säule kleben. Wenn da im Blech eine fehlt, würde ich jetzt ehrlich gesagt auch keine reinmachen. Nee, ich glaube, da ist nur ein bisschen Farbe oder so. Also ja. Man sieht da so eine Andeutung. Wenn wir gleich mal mit der Pistole gucken. Bam! Naja, ich habe echt keinen Bock, die Säule hier zu. Da kommt eh eine Abdeckung rüber. Ja, das sagst du jetzt im Video. Also die Leiste ist auf jeden Fall schlimmer. Mhm. Farbklick. Das kann eigentlich nicht sein, dass da... Oder? Gucken wir, machen mal Licht. Licht ist die halbe Miete. Noch? Also es sieht tatsächlich so aus, als wenn da angedeutet, aber noch nicht gebohrt ist. Siehst du das? Ja, dann lassen wir es aber lieber lassen auf den Ring raus. Ja, nee, ich würde auf gar keinen Fall jetzt reinbohren. So, jetzt fangen wir an der hier an, weil die ist steif, da kann sich nichts bewegen. Die darfst du mal abreißen. Jetzt siehst du, das Ding greift jetzt automatisch. Jetzt ist wichtig beim Nieten, du siehst ja hier, ich kann jetzt mit der Hand gegendrücken, dass die Leiste da dran ist. Und in dem Moment, wenn ich jetzt ziehe, knackt sie da weg. Und dann reißt sie genau ab. So, und das sind immer die beliebten Dinge, wo man sich dann gerne, die man sich gerne ins Rad fährt. Weil sie gerne auf dem Hof rumliegen. Ja doch, aber da wird definitiv hier genau eine Sollbruchstelle sein. So, und schon ist die Leiste fest. Jetzt können wir uns angucken, ob man sie... Ich glaube, die haben alle null Spiel. Ja! So, und dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt. Ich würde mich jetzt, glaube ich, von innen nach außen arbeiten, ne? Mhm. Geil wäre jetzt so abrutschen. Ja. Morgen hier wieder Muskelkater, ne? Jetzt weißt du auch, warum wir das geflext haben vorne, ne? Weil der hält ja schon gegen. Mhm. Das heißt, sonst hätten wir die Leiste von innen kaputt gerückt. Weil da so eine Furche ist und wir müssen theoretisch in die Furche rein. So eine typische Arbeit, die man sich sonst so sagt, komm, machst du mal schnell alleine, ne? Und zack, überall kleine Ditcher. So, das war Streich Nummer 1. So, pass auf, jetzt, wo ich mich am meisten noch gefreut habe, ist, diese Leiste, die da reinkommt, gab es tatsächlich noch neu. So, weil das ist jetzt so ein bisschen Friemelarbeit. Hier kommt jetzt so eine Leiste rein, ja, die am Ende hier reingreift und dann so umgebördelt wird. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es da
einen Trick gab, diese zu schieben. Also wir haben es erst mit Drücken probiert, funktioniert nicht. Dann hatten wir gerade die schlaue Idee, Kotflügel runter, sie von vorne reinschieben, wird auch nicht funktionieren. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir sie damals auch reingeschlagen haben. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes, halt sie mal bitte fest. Wir behelfen uns einfach wieder kurz und kleben das Ganze da kurz so. Jetzt, da das Ganze schon so kompliziert ist, geben wir ihm ruhig noch mal ein bisschen Rutschi-Flutschi mit auf den Weg. Oh, das war dein Daumen. Oh. Ist ja gewohnt. So, und jetzt können wir nur irgendwie den mit dem Kunststoffhammer oder so freundlich bitten. Hier war jetzt der Nullpunkt mit der Öse, wo wir anfangen. Und du darfst. Ja, du kannst ja mal meinen Daumen über. Also, weil hinten würde ich brauchen, so drin. Genau. Da ist die. So. Das ist zu punktuell. Krass. Man muss auf jeden Fall. Nimm mal Folgendes. Nimm mal den richtigen Hammer. Den setzen wir jetzt nur an und du schlägst mal darauf. Schlag mal da einmal. Oder? Nochmal. Will nicht der Hund. Ja, das Einzige, was wir jetzt gerade halt nochmal probieren können, ist, dass wir sie ab hier von hinten schieben. Weil wir dachten ja, sie fängt hier hinten an. Ach so, meinst du? Aber irgendwo eine Einfehle stimmt es nicht, ne? Dass wir einen Denkfehler haben. Also, es gibt doch noch Hoffnung. Viel hilft viel. Wenn man erstmal an einer Stelle hier so ein bisschen den, also an einer Stelle anfängt, wenn die Karosse jetzt doch bloß komplett voll mit Sprühnebel vom Wachs wäre, ne, dann würde das jetzt einfach reinflutschen. Ja. Hast du noch 2 Stunden Zeit, René? Für die andere Seite. Deswegen bin ich so langsam bzw. sparsam mit Zusammenbauen, wie oft wir diesen Kotflügel schon an- und abgebaut haben. Ne? Weißt du, man will am liebsten am ersten Tag direkt alles festziehen, Spaltmaße einstellen und so weiter. Aber ich sag, wir werden ihn noch 5-mal abbauen. Eigentlich wollte ich schon die Achse drin haben, aber ich sehe schon, heute ist erstmal Thema Leisten. So, pass auf, jetzt geht's weiter mit der vorderen Leiste. Ich würde behaupten, das ist diese. Das ist zum Glück ein bisschen angenehmer. Fährt Tom wieder mit dem dicken Cayenne vor. So, die Leiste ist eigentlich einfacher. Dann nehmen wir diese Plastiknöpsis rein, oder wie war das? Nee, eigentlich kommt da nur ein Plastiknöpsi zum Sichern rein. Ich habe irgendwie zu viele davon bekommen. Praktisch brauchen wir die aber eigentlich gar nicht, weil der Plastiknöpsi ist nur ganz vorne und hier kommen genauso wieder einfach nur Nieten rein. Aber hier ist jetzt wieder. Ah. Boah. Akku leer, muss ich noch rein? Ja. Ja, jetzt müssen wir halt so ein bisschen gucken, dass wir die Leiste ausrichten. Dann muss Marius ein paar Löcher bohren. Für die Nieten. Alter, jetzt kommt unser Schweißer auch noch hier. Oh, er versteckt sich schon. Komm rein. Schimpf ihn aus. Wir haben schon gesagt, da fällt mir so ein dicker Cheyenne vor. Mahlzeit. Das kann nur Alter. Sein. Alter, ja. Geht's hier. Na, hübsch, alles gut. Ja, wir wollten eigentlich Achse einbauen, sind aber noch nicht mal beim Zielleisten angekommen. Gut so, oder? Ja, nur nicht durchbauen, ne? Ja, da sieht man mal,
was das Carbon dann doch so kann. Ne? Hast du den Carbon-Fülldraht mit, falls Marius hier gleich durch die Tür durch die Tür bohrt, dass wir es gleich wieder auffüllen können? Gib mal zwei neben, bitte. Steht noch vor dir. Ich wollte es auch eher sagen. Ja, okay. Kannst du nicht bringen. Vor bist du ja noch jung. So, was machen wir heute noch, Tom? Ich hoffe, alles fertig. Lambo. Lambo? Nicht? Nee. Wie, nee? Tom hat aber sein Auto mitgebracht. Ich glaube, Supra Nummer 3. 12. Gibt es eigentlich noch Supras in Deutschland? Hast du den Marken auch? Ja, ich habe alle Stunden. Nein, ihr erinnert euch ja dran, hier eigentlich übelst witziges Video. Erste Mal Rechtslenker fahren. Ich habe ständig den Wischhaken gemacht. Ne? Und das Auto gibt es aber nicht mehr. Den hast du verkauft? Den verkauft, ja. So, weil eigentlich wollte ich eine witzige Videoreihe machen, wie wir einen Rechtslenker auf einen Linkslenker bauen. So, muss dazu sagen, habe auch schon alles gekauft. Hattest schon relativ viel da, ne? Ja, ja, dann weg die Bude. Obwohl das eigentlich ein richtig Bude-falsches Ausdruck, das war ein richtig... War gut, war ja. Das dann eigentlich. War ein richtig frisches Ding. Eins, zwei, wie groß noch? Drei. Jetzt hast du eine andere Super besucht? Ja, jetzt die dritte. Jetzt Linkslenker, ja. Aber dafür... Automatik. Automatik. Weil ein Linkslenker, Turboschalter finden, ist ungefähr so einfach wie ein originaler Carbon. Gab es ja auch jetzt sauber, die Dinger? Ja, klar. In Amerika oder sowas? Kann sein. Es gab GTE und GE. Es gab richtig viele GEs. Ja. Also ich weiß, es ist in Amerika relativ viele zum Verkauf stehen, aber auf eine exorbitante Preise. Eigentlich kommt hier dieser Plastikpinökel rein, ne? Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt, wofür? Ja, aber das Loch ist relativ saftig dafür. Ich glaube nur, es wird noch dünner nach hinten zur Wand hin. Von der Wandstärke her. Was ist gerade das Problem? Guck, wir filmen einmal von hier. Das Problem ist, er bohrt ungefähr hier. Und jeder, der schon mal ein Loch gebohrt hat, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man durchsticht am Ende. Ich will nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man durch die Carbon-Tür auf einmal durchsticht. Ja, doch, saß mit euch. Okay. Sonst wäre ich jetzt einfach nach Hause gefahren. Nee, weil man denkt wirklich, das Carbon würde sich einfach bohren lassen, aber das ist schon krass, ne? Ja. Hier erst eine Tür. Wir haben die Leiste oben gemacht. Die hier. Aber wir haben mit der Zierleiste da drin gekämpft. Die mussten wir richtig reinmassieren. So, also wir waren bei Supra stehen geblieben. Ihr dürft euch darauf freuen, 2JZ, also eigentlich ist es egal, aber wir beschäftigen uns mal mit dem Thema Automatik auf Schalterbau. Mhm. Das wird Step 1 sein. Aber mit Originalgetriebe halt. Mit Original, ja. Originalschaltgetriebe. Also Originalschaltgetriebe. Die auch mittlerweile Gold wert sind eigentlich, ja. Ne? Die V160, 161, 160. 160. Das werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Aber vorher habe ich gesagt, bevor wir das Ganze machen, würde ich auf jeden Fall gerne einmal dieses Automatik-Supra-Getriebe fahren. Weil die sind ja eigentlich gar nicht so schlecht, die Getriebe, ne? Ich finde den Schaltknüppel halt brutal, ne? Da steht ja so ein Loris drin, Alter, das ist schon echt krass. Ja, das sind nur ein paar Rock einziehen, ne? Oh, so, gegen den Schaltknüppel. Ich hoffe, wir müssen nicht 102 messen, dafür brauchen wir Urlaub. Ja, so schaff mal bis Dortmund nicht. Dafür reicht der Tank auch nicht. Muss tiefer oder? Ja, ich muss erstmal gerade kurz überlegen, ob wir irgendwie gerade einen kapitalen Fehler machen, aber eigentlich nicht. Muss deutlich tiefer. Ja, stört hier hinten an der Tür. Aber was? Ach, der da? Mhm. Hier kommt der Rahmen zwischen. Ne, der kommt eigentlich hier zwischen. Cool. Ja, das heißt, normalerweise war hier wahrscheinlich ein Schlitz. Das heißt, wir müssen hier einmal das Plastik leicht einschneiden. Ne? Würde ich sagen, ist am einfachsten. Ne? Ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl, die Leiste einzuflexen, als die Tür einzuflexen. Einmal.
Das war so ein typisches Teil. Was rein musste an dem Arm direkt, oder was? Nee, diese, da wo die Rücksitzbank einrastet, dieser Pinöcke hier, die kriegt man auch eigentlich nicht heile raus. Die sind bei Audi entfallen, aber bei VW Classic Parts kannst du noch kaufen, irgendwie für Passat oder irgendwie sowas. Und da dachte ich wieder, Alter, wenn die hier irgendwie wieder in Katakomben versenken, bis ich die wiederfinde. Und dann habe ich da einfach reingedrückt. So, jetzt kannst du. Miete? Jetzt musst du da was machen heute, ne? Mann. Wofür komme ich hier her? Boah, jedes Mal, kannst du dir vorher Bescheid sagen, jedes Mal komme ich hier wie so ein, ich will jetzt nichts sagen, aber immer ein Jogger. Ja, was soll ich jetzt Bescheid sagen? Dass ihr filmt. Dann ziehst du was anderes? Bin Spaß. Okay. Ich dachte, du kommst in deiner Arbeitskleidung an hier. So wie du? MAN-Hose. Ja, das habe ich schon öfter gesagt, dass viele denken ja wirklich, dass wir uns umziehen, wenn wir dann richtig schrauben, aber wir schrauben halt wirklich in den Klamotten immer. Ja, natürlich. Wo ich ein bisschen stolz auf mich war neulich, wo ich diese Antriebswelle zerlegt habe. Mich dreckig gemacht? Im roséfarbenen Pulli und habe es tatsächlich geschafft, die Antriebswelle zu zerlegen, ohne mich dreckig zu machen. Schaffen wir auf dem Event auch immer. Ich lache von dir, Marius. So, und hiernach erzähle ich euch gleich noch eine Sache, die wir in der alten Limo verkackt haben. Und dann sind wir schon wieder durch heute. Bist du gerade zusammengezuckt, Marius? Nee. Kurz eingenickt. Es klingt immer so, als wenn man irgendwie... Ja. Also irgendwas, Marius, gefällt mir nicht. Kann ich dir nicht sagen, was? Ist doch eine Benzinleiste. Nee, die sitzt auch noch nicht so richtig. Weil, das hier siehst du ja. Verstehst du das Problem? Nee, der geht doch da rein. Nee, oder? Nee, kannst du einzeln raus, und nicht mehr den Zirrus abbauen. So, also draußen, halt du mal so ein bisschen gegen hier. Das ist dann übrigens die nächste Baustelle, aber das mit den Scheibenrahmen einbauen machen wir erst, wenn wir draußen zum Glück noch ein Reserveauto stehen. Da sieht er die Zierleiste, hier kommt die Leiste und da ist nichts hinten dran. Also wir müssen leider dieses Teil hier, wer weiß, wo ich die schon wieder rausgeholt habe, das muss weg. Und deswegen biegt sich die Leiste hier so ein bisschen hoch. Die fällt dann einfach, weißt du, hier so runter. Und ich steck nochmal einmal rein. Wir müssen viel, viel weiter. Mich irritiert auch gerade, weil hier ist ja so ein kleines Dreieck nur. Ja, aber nicht, dass das eine Kombidichtung ist, weil hier dann der Kombi noch eine kleine Scheibe hat. Hat der Kombi ein feststehendes und dann eine Scheibe, die runtergeht? Ich habe den Kombi gar nicht vor Augen. Nicht, dass Kombidichtung wirklich alles ist. Ich laufe nochmal raus. Also da habe ich jetzt wieder einen für die Trickkiste. Die ist falsch schon geleistet. Ich muss erstmal gerade kurz überlegen, ob wir irgendwie gerade einen kapitalen Fehler machen, aber eigentlich nicht. Das ist vorne und das ist hinten. Laber nicht. Also wir haben heute alles mal wieder falsch gemacht, was wir haben. Ich hoffe, René kann das Material irgendwie für unsere Zuschauer retten. Mhm. Bestimmt irgendwas Witziges kannst du bestimmt ausmalen. Ne? Ich hoffe. Vielleicht so übertrieben witzig oder so. Boah. So, das heißt mit Pech, also was heißt, ist jetzt nicht schlimm, weil da sind halt ein paar Löcher zu viel drin. Gewicht. Genau, Gewicht. Aber oh, für mich jetzt. Kannst du die Leiste einziehen von abnehmen? Ja, ja, klar, das habe ich gemacht. Okay. Ich hatte auch gerade schon Angst, das habe ich Anfang des Videos gesagt. Ich saß original in der Badewanne und habe sie bei 40 Grad sauer geschrumpft. Ja, ist kein Spaß. Ist kein Spaß. So, weil die Leiste an sich ist ja, würde ich mal sagen, würde ich sagen, ist richtig. Nee.
Nee. Komplett falsch einfach. Oder? Also ja, das fällt ja auch hier viel krasser ab. Also der Nummer, ist der Nummer können wir im Zirkus auftreten, Alter. Versteckte Kamera hier. Okay. Ja, das müssen wir uns jetzt aber kurz geben. Dann müssen wir kurz die Nieten aufbohren. Ja, und müssen nochmal die richtige annieten. Ja. 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 Na klar. Diesmal machen wir so. Ja, da haben wir einen rausgehauen jetzt. Vor allem, guck mal, jetzt stört der mir auch nichts mehr, ne? Nee, jetzt hätte man sich den Schnitt halt sparen können. Ja, das. Ja. Ja, immerhin kann man ja behaupten, ich war es nicht alleine, wir waren zu viert. Wir waren aber von Tom wieder abgelenkt. Ja. Immerhin. Das passt, oder? Ja, so passt. Ja, ja. Niete. Zange. Warum? Wir haben die Leisten gefühlt, ich würde sagen, mindestens jetzt 10 Mal so auf die Tür draufgelegt und tragen sie immer richtig drauf. So, ne? Aber irgendwie nicht drauf kommen, dass wir gerade die falsche gedrückt haben. So, jetzt noch zum Abschluss. Bei meiner alten Limo stand die eine Scheibe falsch, weil diese Scheibe sollte man immer erst einkleben, wenn die Tür drin ist. Weil man dann nämlich sich die Flucht der Leisten angucken kann. Weil diese Leiste hängt nämlich am Ende auf der Scheibe. Das heißt, wenn man die Scheibe einklebt, kann man die Leiste auch ein bisschen so versetzen und schon passt die Flucht nicht mehr. So, aber ich denke, unterm Strich, Marius, können wir trotzdem froh sein, was wir heute geschafft haben. Ja, immerhin haben wir hier nicht die linke angemietet. Ja, das wäre natürlich noch ein super GAU gewesen. Aber das ist jetzt so eine typische Stelle. Wenn du hier so drauf guckst, ne, würde ich auch wieder sagen, das saß niemals so. Ja, aber es muss ja scheinbar so, ne? Macht ja andersrum keinen Sinn, ne? Oder? Kannst du dich daran erinnern, dass die Leiste über der Leiste war? Aber das ist beim Zusammenbau von so einem Auto ganz oft so. Dass man klar, ja. Nachmachen. Deswegen ist Tom hier. Nein. So 1 Millimeter schweißt du doch gerne. Deswegen sieht deine Frau aber dann noch heiß. So, ja, nee, ich würde sagen, haben wir immerhin ein bisschen was geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. René macht irgendwas Cooles raus. Ich hoffe. Wir machen jetzt gleich mit dem nächsten Projekt weiter. Eigentlich wollten wir ja die Vorderachse machen, die hier so schön liegt, aber das heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.